Der bekannte Jazzpianist und Komponist Christoph Spendel ist Professor an der Frankfurter Musikhochschule und Jazzkolumnist in der Keyboards. Er präsentiert Ihnen nun einen Querschnitt durch die Geschichte des Jazzpianos von den Anfängen in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts bis heute. Die Geschichte des Jazzpianos läuft parallel zur Geschichte der Jazzmusik als solches. Der Vater und der Mentor der Jazzmusik und dessen, was man anfänglich Jazz nannte, ist natürlich unumstritten der große Meister des Ragtime. Sein Name ist Scott Joplin. Jeder kennt sein Meisterwerk, das wir gerade im Hintergrund hören, bekannt aus dem Film The Entertainer, der Tiger Rag. Und dieses Stück möchte ich Ihnen nicht vorspielen, weil wir hören die Originalaufnahme im Hintergrund von einem Balzenklavier gespielt. Der Ragtime war das Vehikel zum Beginn des Jazzpianos, zum Stride Piano. Nur wird fälschlicherweise Scott Joplin sehr oft den improvisierenden Jazzmusikern hinzugefügt. Er war ein moderner Komponist, er war beeinflusst von den französischen Impressionisten. Die Franzosen haben sehr viel Einfluss in der kulturellen Entwicklung der Stadt New Orleans. Sehr viele Sklaven, die nach New Orleans kamen, gingen durch französische Höfe. Und es gab auch natürlich noch das große Kulturgut der Kreolen. Und so entstand das kompositorische Gut von Scott Joplin, also eine durchaus durchkomponierte Musik. Die Ragtime-Kompositionen waren natürlich dann eine Basis für die Stride-Piano-Pianisten. Einer der großen Meister des Stride-Pianos war Jelly Roll Morton. Das Stride-Piano in seiner Urversion hat nichts anderes bedeutet als eine Imitation der Marching Bands. Ich habe eben in meiner Ouvertüre das Stück Ain't Misbehavin' anklingen lassen. Und Ain't Misbehavin' von einer Marching Band gespielt bzw. von Jelly Roll Morton vorgetragen, würde relativ gerade klingen. Dann kam ein paar Jahre später ein Pianist namens James P. Johnson, der natürlich mit den improvisierenden Musikern New Orleans sehr viel kommunizierte. Und er brachte das swingende, sogenannte ternäre Element in diese Ragtime-Musik. Und auf einmal wurde das etabliert, was wir eigentlich als Swing kennen. Und das möchte ich ganz kurz am A-Teil und B-Teil vom Stück Ain't Misbehavin' demonstrieren. Der erste große Virtuose des Jazz ließ nicht lange auf sich warten. Sein Name war Art Tatum. Er war blind von Geburt an und entwickelte einen Pianostil und eine dazugehörige Pianotechnik, die nach seiner Epoche oft kopiert, aber nie erreicht wurde. Er war in der Lage, jederzeit jedes Stück in andere Tonarten zu befördern, zu transponieren, diese dann auch in der neuen Tonart zu Ende zu führen. Das heißt mit anderen Worten, er beherrschte quasi alle seine Stücke in allen 12 Tonarten. Und hätte er das Stück jetzt gespielt, würde es quasi in ein etwas olympisches Gehege ausarten. Thank you.
Willkommen im Jahr 1930, dem Jahr, in dem die großen Big Bands Furore machten, allen voran Duke Ellington, Glenn Miller, Count Basie. Duke Ellington war so etwas wie der zweite große Superstar des Jazz, der erste war Louis Armstrong. Duke Ellington war ein Komponist, Arrangeur, Pianist, Bandleader und er schaffte es, den Jazz aus den etwas verrauchten Clubs und teilweise natürlich aus den Bordellen auch hin in die arrivierten Spielstätten der sogenannten E-Musik hin zu transferieren. Auf einmal spielten die Bands im Lincoln Center, sie traten auf in Kammermusiksälen, wo sonst nur klassische Pianisten oder Ensembles zu hören waren. Duke Ellington schrieb Hits, die eigentlich bis heute an Aktualität nichts verloren haben, allen voran sein bekanntes Take the A-Train. Sehr bekannt waren auch seine Balladen, allen voran In a Sentimental Mood, bei der vor allen Dingen die romantische Seite des Komponisten Duke Ellington zu tragen kommt. Wir schreiben das Jahr 1940. Der Jazz wurde sehr schnell, die Pianisten wurden alle gesteuert von den Bläsern, von Charlie Parker, dem Altsaxophonisten, und natürlich von Miles Davis und Dizzy Gillespie, beides Trompeter. Die Pianisten wurden aus ihrer Alleinunterhalterposition, also in Personalunion, dem Bass und das Akkordinstrument spielen zu müssen, gedrängt. Und ihre linke Hand machte eh nicht mehr viel Sinn, weil die Schlagzeuger wurden so laut, dass man sie eh kaum gehört hätte. Die Pianisten beschränkten sich mehr auf die Akkorde und die rechte Hand, wie es bei Bud Powell der Fall war, bekam auf einmal Ausmaße in puncto Geschwindigkeit, wie sie fast nur noch an die Bläser erinnerte. Bud Powell war eigentlich der erste große Virtuose des Bebop. Er hatte sehr viel Nachahmer, Tommy Flanagan, Wynton Kelly. Und Bud Powell hatte eigentlich für die damalige Zeit Barrieren gebrochen. Er fing an, nicht nur über Melodien zu improvisieren, so wie er seine Vorgänger taten, sondern er fing an, auch horizontal in Skalen zu denken. Das heißt, wenn wir einen Major-Akkord, die Jazzpianisten werden wissen, um was es sich handelt, einen Dur-Akkord mit großer Septima handelt, so hätte jemand noch vor 1940 darüber improvisiert, eine reine Arpeggierung, das heißt, der Akkord, wenn es seine Bestandteile zerlegt. Bud Powell fing an, chromatische Durchgangstöne einzubauen, das heißt, die Akkordtöne mit Tönen in Verbindung zu bringen, die eigentlich früher verpönt gewesen wären. Bud Powell war verantwortlich für die Entwicklung des Bebop-Piano in einem Maße, wie es auch eigentlich alle späteren Pianisten beeinflusste. Und es gibt kaum jemanden, der sich nicht ganz klar zum Einfluss von Bud Powell bekennt, wie Chick Corea, Herbie Hancock oder Kenny Kirkland oder auch Brad Mehldau. Der Hardbop brachte sehr viel Power. Diese Power übertrug sich auf die Saxophonisten, die wiederum die Schlagzeuger zu neuen Lautstärken animierten. Leidtragende waren Pianisten. Es gibt eine gewisse Grundlautstärke, die das Klavier
nicht übersteigern kann. Einer, der es in der damaligen Zeit geschafft hat, war McCoy Tyner, Pianist des John Coltrane Quartetts. McCoy Tyner kam aus der Tradition von Bud Powell, hatte auch sehr viel Stride Piano von Art Tatum und James B. Johnson verarbeitet. Und McCoy Tyner hatte mit dem Background eines George Shearing den sogenannten McCoy Tyner Pianostil geschaffen. Aushängeschild dieses Stils sind Blockakkorde, die weiterhin das Erbe von Lenny Tristano vortragen. Inside-Outside spielen, diesmal mit Akkorden, speziell um die Inside-Outside-Melodiebögen eines Saxophonisten oder eines Trompeters oder generell eines Melodieinstruments weiter zu unterstützen. McCoy Tyner war in seiner Akkordstruktur eigentlich relativ konventionell. Er gebrauchte eigentlich nur eine ganz normale Mollskala, in dem Fall die dorische Skala, und verschob diatonisch, das heißt nur innerhalb dieser Skala, seine Akkordschichtungen und erreichte auf diese Art und Weise einen sehr interessanten, offenen, harmonischen Kosmos und brachte ein Intervall in die Musik, das ab sofort Furore machte, die Quart. Wie wir alle wissen, gibt es ein strategisch wichtiges Intervall, das genau vordefiniert, ob es sich um einen Dur- oder einen Mollakkord handelt. Das ist die Terz. Ein Dur-Akkord, ein Mollakkord, bekannt aus der Harmonielehre, in Verbindung im Jazz-Kontext. Moll, Dur, Dur. Und die Quarte schafft so etwas wie einen Space in der Melodie, weil es den Akkord weder nach Dur oder nach Moll klingen lässt. Eine Quart kann chromatisch versetzt werden und schafft so etwas wie eine Mystik, der sich oft gerne Bläser anschließen. Miles Davis hat in seiner späteren Zeit seine Fender Rhodes Pianisten nur Akkorde dieser Art spielen lassen. Das große Urgestein der 50er und 60er Jahre war Thelonious Monk. Obwohl er schon bereits in der Zeit des Bebop heranreifte, war seine große Zeit in den 50er Jahren als Begleiter von Miles Davis und John Coltrane. Doch er hielt es nirgends lange aus, weil er war selber zu sehr Bandleader, um sich einem anderen System unterordnen zu können. Er war der fleißigste Schüler von Duke Ellington, studierte die Lyrik der Dissonanzen, wie man es eigentlich anders gar nicht ausdrücken könnte, und schaffte es auf eine sehr minimalistische Art und Weise, Akkorde zu setzen mit sehr wenigen Tönen, wo andere vor Angst gehabt hätten, mit zu wenig Tönen zu wenig ausdrücken zu können. Zum Beispiel einen Mollakkord würde Monk nur mit der None und der Terz liegen lassen. Eine Stelle, wo andere Pianisten mit riesigen Blockakkorden agieren würden, hat Monk einfach nur zwei Töne gesetzt. Beachtlich seine Komposition While You Needn't. Wenn Monk einen Blues spielen würde, würden er sich folgendermaßen anhören. Das war natürlich der Beginn der Atonalität im Jazz, sprich Free Jazz. Die Galionsfigur des Free Jazz war Cecil Taylor, und hätte es Ornette Coleman nicht gegeben, hätte man sagen können, Cecil Taylor hat den Free Jazz erfunden. Cecil Taylor nahm die Freiheit, die von Monk initiiert wurde, zu weiteren Experimenten, erlöste die Time auf, erlöste das harmonische Gefühl auf. Aber es gab immer wieder so etwas wie eine
schwebende Time. Es wurde eine Rubato-Spielweise, also ohne Metrum, ohne Rhythmik. Trotzdem gab es ein gewisses Atmen der Akkordperiodik. Das wäre ein Blues nach Cecil Taylor. Das Ende einer Epoche, wie der Bebop, der Cool Jazz oder der Hardbop, bedeutet nicht, dass das Erbe dieser Musik nicht weitergetragen wurde oder diese Musik nicht weitergespielt wurde. Ganz im Gegenteil. Diese Richtungen wurden meistens mit harmonischen Erkenntnissen der Neuzeit weiterverarbeitet und weitergetragen. Drei aktuelle Beispiele von noch lebenden Pianisten. Zum Beispiel Herbie Hancock, Chick Corea, Keith Jarrett. Herbie Hancock reifte in der Zeit von Lenny Tristano. Seine großen Einflüsse waren Hank Jones. Und Hancock war natürlich, gehörte einer neuen Garnison von Pianisten an, die klassisch geschult haben. Das heißt, Herbie Hancock, Chick Corea, Keith Jarrett begannen eigentlich mit klassischer Musik und kamen später erst zum Jazz, zum Rhythm and Blues und natürlich später auch zum Funk und in die Fusion Musik. Herbie Hancock schaffte es, im Miles Davis Quintett einen harmonischen Space zu verarbeiten, der eigentlich alles beinhaltete, was in den 50er, 60ern, 40ern, 30ern, 20ern an Harmonie passiert ist. Er hatte die Motorik eines Lenny Tristano, er hatte die harmonische Vielschichtigkeit eines Duke Ellington, er hatte den Überraschungseffekt eines Thelonious Monk und das alles endete eigentlich im Original, im Herbie Hancock selber. Er schrieb eine Komposition, die wie keine andere eigentlich seinen Stil deklariert. Dolphin Dance, ein Stück von seiner zweiten CD, die er für Blue Note aufgenommen hat. Bill Evans gilt für viele als der Chopin des Jazz und diese Betrachtungsweise kommt auch nicht von ungefähr. Er ist der größte Romantiker, er hat es geschafft, mit sehr wenig minimalistischen Mitteln eine harmonische Schönheit auszudrücken, wie es eigentlich vor ihm noch nicht da gewesen ist. Bill Evans ist ein Musiker, zu dem sich sehr viele in ihrem Einfluss bekennen. Chick Corea, Herbie Hancock, selbst McCoy Tyner, der eigentlich zu anderen melodischen Ufern hintendierte. Bill Evans war zu seinen Lebzeiten ein sehr schüchterner Musiker, was auch mehr oder weniger in seinen Trio-Einspielungen zu hören ist. Er wurde bekannt durch die Cool-Jazz-Ära, speziell durch das Miles Davis Sextett, dem er nicht sehr lange angehörte, weil er war eigentlich zu sehr Bandleader, als dass er sich irgendwie Miles Davis oder anderen Ensembles der damaligen Zeit unterordnen konnte. Seine Trios wurden weltberühmt, sein Trio speziell mit Scott LaFaro und Paul Motian wurde zu einem Standard der Jazz-Piano-Trio-Szene. Chick Corea kam auf die Szene, es wurde auf einmal sehr spanisch.
Er gehörte der Latino-Szene New Yorks an. Bekannt wurde er durch die Bands von Mongo Santa Maria und Willy Bobo und war sehr früh mit der Musik der Karibik, aber auch mit dem Flamenco konfrontiert. Aufgewachsen ist er mit der traditionellen Bebop-Musik. Zu seinen Einflüssen gehören Bud Powell, Bill Evans. Er verlieh der Jazzmusik einen etwas folkloristischen Touch, da er sich sehr stark der Flamenco-Musik und generell der Harmonik der Karibik verschrieb. Eine Skala, die in der Harmonie darüber bekannt ist, ist die sogenannte phrygische Skala. Aus ihr entstand die Flamenco-Skala. Und diese Skala gilt für Vehikel von unzähligen Korea-Kompositionen.